Hola Leute, in diesem Video beschäftigen wir uns mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Ich finde diese Theorie sinnvoll, da ein wesentliches Element des sozialen Miteinanders das Verstehen seiner Mitmenschen ist. Weil jeder Mensch individuell ist, wird mit dieser Theorie versucht, das Verhalten eines Menschen zu erklären. Ich habe gemerkt, dass es für das Verstehen einer Theorie wichtig ist, zu wissen, wie der Erfinder gedacht hat. Das geht meiner Meinung nach am besten mit Zitaten. Eines, welches ich passend finde, ist folgendes. Wir dürfen den Menschen nicht als das sehen, was er ist, sondern müssen erkennen, wie er sein kann. Maslow war ein Vertreter der humanitären Psychologie, welche die Würde des Menschen, seine Fähigkeiten und das Gute in ihm in den Mittelpunkt stellt. Doch bevor ich zur eigentlichen Pyramide komme, erst einmal eine Definition, was ein Bedürfnis überhaupt ist. Ein Bedürfnis ist ein Wunsch bzw. ein Verlangen nach etwas, wobei ein Bedürfnis immer einen Mangelzustand beschreibt. Ein Beispiel dazu, ich will was essen. Die allgemeinen Bedürfnisse unterteilen sich in existenzielle Bedürfnisse, Grundbedürfnisse und Luxusbedürfnisse. Die existenziellen Bedürfnisse beinhalten Dinge wie Hunger, Durst oder Schlaf. Zu den Grundbedürfnissen zählen Gesundheit, sichere Umwelt oder Kleidung. Beispiele für Luxusbedürfnisse sind Schmuck, ein großer Fernseher, das neueste Auto oder Dienstleistungen. Grundbedürfnisse und Luxusbedürfnisse werden auch unter dem Begriff der Wahlbedürfnisse gehandelt. Diese werden so genannt, weil ein Mensch nicht immer die Ressourcen hat, um diese zu befriedigen. Wobei in unserer Gesellschaft die Ressourcen, die man benötigt, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, meist Geld oder Zeit sind. Ein Beispiel hierfür. Die Wahl zwischen einer neuen Hose, das ist das Grundbedürfnis, oder ein romantisches Essen mit der Freundin, das ist ein Luxusbedürfnis. Nun aber zur eigentlichen Theorie. Die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Maslow ging davon aus, dass ein Mensch bei der Erfüllung seiner Bedürfnisse einer hierarchischen Struktur nachgeht. Daher hat er sein Modell pyramidenförmig aufgebaut. Nach ihm müssen erst die unteren Ebenen befriedigt sein, bevor die nächsten folgen können. Die unterste Ebene benennt er als psychologische Bedürfnisse. Dazu zählen Dinge wie Hunger, Durst oder Sexualität. Wenn diese konstant befriedigt werden, kann der Mensch zur nächsten Ebene aufsteigen. Die zweite Ebene entspricht dem Sicherheitsbedürfnis. Dazu zählen Dinge wie wesentliche Orientierung, Schutz, Freiheit, Gesetze oder finanzielle Sicherheit. Diese Bedürfnisse beeinflussen das Leben vieler Menschen sehr stark. Es sorgt dafür, dass Menschen ihre Heimat verlassen, weil sie sich dort nicht mehr sicher fühlen, oder Berufe ausüben, die ihnen keinen Spaß machen. Da sie aber auf das regelmäßige Einkommen angewiesen sind, es trotzdem tun. Die dritte Ebene beschreibt das Dazugehörigkeits- und Liebesbedürfnis. Jeder Mensch will Freunde haben und mit jemandem eine Liebesbeziehung führen. Doch plötzliches Wegbrechen dieser, durch zum Beispiel Scheidung, Umzüge oder Verlust des Freundeskreises, führt bei einem Menschen zu psychischen Problemen, was letztendlich auch in einer Depression enden kann. Auf der vierten Ebene steht das Wertschätzungs- und Geltungsbedürfnis. Dieses Bedürfnis beschreibt den Wunsch nach Stärke, Leistung und Kompetenzen und zum anderen den Wunsch nach Ruhm, Macht und Status. Dieses ist fundamental wichtig für das Selbstvertrauen eines Menschen. Die vorletzte Ebene beschreibt das Bedürfnis der Selbstverwirklichung. Dabei geht es darum, das Streben des Menschen, sich selbst weiterzuentwickeln, zu wachsen und der Suche nach der Wahrheit oder sich selbst. Auf dieser Ebene ist der Mensch meiner Meinung nach erst in der Lage, menschliches Verhalten zu zeigen. Dazu zählen Werte wie Güte, Respekt oder Liebe. Die letzte Ebene ist das Bedürfnis nach Transzendenz, was Maslow als spirituelles Bedürfnis beschreibt. Ich denke, dass die sechste Ebene für jeden Menschen individuell ist und es muss jeder selbst herausfinden, wie er diese versteht. Aber was bringt mir das Wissen? Hier möchte ich meine Schlussfolgerungen darlegen. Ich denke, dass diese Theorie gut veranschaulicht, warum ein Mensch wie handelt. Ich denke, dass diese Theorie gut die Verhaltensweisen eines Menschen beschreibt. Zum Beispiel ist es sinnlos, mit jemandem über Politik zu debattieren, wenn er einfach nur schlafen will. Da die Person, welche müde ist, auf der Ebene der psychologischen Bedürfnisse ist und daher ihm sein Wunsch nach dem körperlichen Bedürfnis wichtiger ist, als das Verlangen des anderen auf Austausch auf der Ebene der Selbstverwirklichung. Des Weiteren hilft diese, sein Gegenüber zu verstehen. Und ich denke, dass es nur möglich ist, einem Menschen mit Respekt, Achtung und Güte gegenüberzutreten, wenn man versteht, warum er so handelt, wie er handelt. Ich hoffe, ich konnte dir das Thema näher bringen. Sei gespannt auf das nächste Video. Euer Hepp.